Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Es gibt dort oben ein Königreich und passiert immer etwas Neues. Ist immer was los. Der König orientiert sich neu und in 5 Tagen muss er eine wichtige Entscheidung treffen. Es sind Neuigkeiten. Die Ungerechtigkeit im Land will er nochmal klären und hat einen baldigen Termin mit seinem Minister. Er nimmt das alles spielerisch. Und momentan genießt er die Zeit bei Verwandten. Ein Bote ist gerade angekommen im Königreich. Eine Nachricht ist unangenehm, aber das muss jetzt nicht beantworten. Lieber ruhen lassen. Die Königin entdeckt ihre innere Stärke. Und betrachtet alles mit anderen Augen. Das Loslassen war sehr gut. Das war für sie die Heilung. Der hübsche Prinz und die schöne Prinzessin kommen etwas näher. Aber er verschluckt die Worte. Er kann einfach nicht über seinen Gefühlen sprechen. Der Hofnarr ist sehr weise und hilft für die beiden. Ja, das Lachen verschafft eine Brücke zwischen den beiden Liebenden und ein Traum wird wahr. Diese Geschichte hat selbstverständlich astrologische Hintergründe. Mond bewegt sich in sein Umlaufbahn am nächsten Punkt aus dem Erde aus betrachtet und aktiviert unsere Sehnsüchte, Wünsche, unsere Träume. Und dieser Traum kann wahr werden, das was die schöne Prinzessin erlebt. Merkur ist heute im Stillstand, ab morgen wird rückläufig und das heißt, der hübsche Prinz verschluckt die Worte und er kann nicht über Gefühle sprechen. Sonne nähert sich zum Einverbindung zum Rahu. Neue Wege, neue Entscheidungen in 5 Tagen. Sonne bildet sich ein Quinkungsaspekt zum einen rückläufigen Jupiter. Etwas läuft ungerecht. Das muss geklärt werden, aber das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Sonne oder der König braucht momentan die Leichtigkeit und das ist die Zwillingsenergie. Ist viel in Bewegung, kleine Reisen, ein Besuch bei Verwandten. Merkur bildet sich ein Quadrat zum Uranus. Es ist Spannung, eine Bote, eine unangenehme Nachricht. Aber Merkur ist gerade im Stillstand, dann wird auch rückläufig, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, das zum Klären. Zwischen dem hübschen Prinz und der schönen Prinzessin brauchen wir eine Brücke. Jemand muss helfen bei den beiden Liebenden und das, was der Hofnarr auch macht eine weise Entscheidung und das zeigt die Sommerdreieck. Jetzt im Juli erscheint im Himmelsrichtung Süden. Die 3 Sterne, was hier sich verbindet, ist Deneb, Altair und Vega. Dazu erzähle ich eine Geschichte. Altair, der Hirtenjunge, wurde von den bösen Schwägerin vertrieben. Im Himmel lebte ein Fee, Vega,
Und Vega verliebte sich an Altair, an diesem Hirtenjunge, und kam zu ihm und wurde Weberin. Sie haben sich verliebt, bis dann der Himmelskaiser und die Himmelskaiserin, was nichts anderes ist als Sonne und Mond, entdeckte das, und sie haben Vega wieder zurückgeholt im Himmel. Die beiden Sternen trennt die Milchstraße. In die Mitte befindet sich Deneb, der Hauptstern von Sternbild Schwan, und bildet eine Brücke zwischen den beiden Liebenden aus Schwanen. Und das ist die Geschichte, dieser Hintergrundinformation für meine Erzählung. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.